Gerhard. Na? Darf ich dir mal was fragen? Ja. Sag mal, du bist doch der Speakermann und Radio, ne? Ja. Der, der immer diese nützlichen Geschichten vertellen hat. Ja. Kann man da irgendwie von leben? Ja. Ja, darf ich noch mal was fragen? Ja. Ich habe mich schon alle Folgen gefragt, auf welcher Ort und Wiese bist du eigentlich mit deinem Speakermann und Bad Bramstedt verwandt? Überhaupt nicht. Aber der ist bei der Post. Oh, ein guter Mann, da sind so viele Lü bei der Post. Aber der ist doch nicht als Speakermann. Nee, aber wo kommst du da denn nur ab? Ja, ich meine, dein Vater, der hat auch mal erzählt, dass der bei der Post werden ist. Jo. Jo, lang her. Und ganz nebenbei, mein Vater ist sogar Italiener tot. Und da mein Leben. Sag mal, dann bist du doch aber bestimmt mit dem Speakermann von Finkwader verwandt. Auch nicht. Aber die ist Schlachter. Warum erzählst du mir das? Na ja, du hast auch mal gesagt, eine von den Geschichten, dass dein Vater auch mal Schlachter werden ist. Jo, mein Vater, die hat sogar einen Meisterbrief. Aber darum sind wir doch mit dieser Lü nicht verwandt. Er ist verkehrt gedacht. Und ganz nebenbei, der Speakermanns von Finkwader, die schrieb sich mit CK. Und wie? Wie schrieb du es bloß mit K? Ah. Aber der ist Schlachter. Jo! Aber mit CK! Schlachter mit CK? Speakermann mit TK, verdammt nochmal to. Aber die mag gute Wurst. Ja, das hat mein Vater auch gemacht. Sag mal, da bist du aber bestimmt mit dem Speakermann von der Gastwirtschaft da oder der Storder Eck verwandt. Mit dir ja gar nicht. Was hast du denn gegen den Storder Eck? Ich habe überhaupt nichts gegen den Storder Eck. Ich will bloß sagen, dass ich mit dieser Lü nicht verwandt bin. Ja, aber du hast auch mal in eine von den Geschichten erzählt, dass dein Vater auch mal eine Gastwirtschaft hat. So, nun pass mal ab, nun pass mal ab. Mein Vater hätte Schlachter lehrt, hätte einen Meisterbrief gemacht. Nur im Krieg hätte sie keine Schlachterie gefunden, weil er hätte morgen Gastwirtschaft übernommen. Und die letzten Jahren ist mein Vater wieder Postwein. Hä, wie das nun so einige Monate von Anna? Ja, ich hab schon bloß da, ich wollte... Nee! Und da will ich dir noch mal was vertellen. Das gibt, ob das so schöne Grude wie die Welt, bloß ein einzigen Menschen, der mit mir verwandt ist und die auch Speakermann hinten da. Und das ist mein Jung. Ist die denn wie die Post? Die ist doch just für ein Jahr old. Ja, dann lass ihn doch Schlachter lehren. Warum soll er denn Schlachter lehren? Ja, dann kann er doch den Laden von dem Speakermann von Finkwader übernehmen. Und warum soll er denn übernehmen? Dann blifft die in der Familie. Dann muss Spicki, bist du dir sicher, dass das bloß der Morgen ist? Da will ich doch nicht, darum bin ich doch hier, da die Doktor mir da vertellen darf. Kann auch die Gall werden. Die Gall? Du warst bei meinem Freund Dieter. Ja, ja und dachte, dass er den Morgen ist. Und dann sind sie da achtergekommen und hat ihm die Gallenstädterut operiert. Mm. Also mal sehen, so Gallenstädter. Oh, die sieht schön aus. Seht ihr schön aus? Jo, die schimmert so schwatt, blau. Oh, wunderbar. Ja. Die, okay. Da hätte ich besiegt auf der Kommode stehen. Die geilen Stehen? Ja. Aber Mensch, wenn Besuch kommt, dann mit so alte Förster, ne, dann kickt sie die an. Und dann sagt sie, oh, hör mal, das sind aber schöne Stehen. Ja. Wo ist die denn her? Ja. Und ich sage, das sind auch meine Gall. Oh. Da hättest du es Post in Hütte, da kannst du wohl glücken. Ja. Ja. Und war das nur mit dir? Ja. Irgendwann sind sie da achtergekommen, dass er die Gall allein gar nicht weht. Ist, ne? Aber das ist die Leber. Spiegel, das ist die Leber. Die Leber? Ja. Oh. Ja. Sie denn trinkt bloß noch Fachinger. Oh. Ja. Ja. Lohwarm. Da kenn ich, du. Schmeckt als entslobene Fütte. Ja, da kenn ich, ja. Weißt du, ich sag immer,
was von einem Leben noch in Ordnung ist, der kriegt von Fachinger den Rest, du, wisst ihr?